Jo Leute, was gibt es hier? The Devil of Tanks. Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play World of Tanks. Tier X Matches, beziehungsweise Tier 10 Matches. Und ja, der letzte Panzer, der noch nicht zu Ende gespielt wurde, ist der IS-7. Den haben wir hier zum Schluss behalten. Und ja, wir drehen jetzt dran mit dem IS-7. Ihr seht, meine Crew ist richtig geil aufgeladen. Nein, Scherz, die ist halt richtig gut geskillt. Keine Ahnung wieso, ich glaube, weil ich, als ich die schweren Panzerreihe der Russen gemacht habe, habe ich mir die Crew umgeskillt auf den nächsten und deswegen hat der IS-7 halt die Crew behalten. Genau. So, ich werde mal gucken, was wir hier so haben. Ich bin auf Polargebiet, das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben ein bisschen lockeres, flackiges Spielchen hier. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen fahren. Ich sitze gerade nicht wirklich bequem. Ist ein bisschen ungemütlich, genau so ist besser. So, ich fahre nicht rechts, ich fahre links. Rechts vor links oder so, nein, Schatz. Gut. Ich hoffe mal, dass wir diese drei Runden gut überstehen. Ansonsten ist es natürlich kacke sein. Ich will auch ein paar Sternchen auf dem Panzer haben. Auf dem T-40 Heavy. Könnte ich aber auch auf dem IS-7 machen. Wäre auch nicht schlecht. Aber ist ein bisschen anstrengend. Naja. So, dann legen wir mal los. Versuchen wir mal das Beste rauszuholen. Ich gucke mal kurz auf die Toneinstellungen. Ja, die sind schon ziemlich laut eigentlich. Genau, anwenden, so, das passt ungefähr. So, meine Nase juckt, ich werde gleich niesen. Tja, boah, wie ich es gesagt habe. Tja, das war ein zweites Mal. Ja, und das war zweite Nieser. Kommt ja alles rein, gut, wir nicht ausschneiden. So. Gut aus, die Medien haben sich aufgeteilt, die anderen haben sich aufgeteilt. Wir fahren hier runter wie die Blöden. Wir sind vorgestellt. Die Blöden Kollegen nicht gerne rahmen. Da kommt ein IS-8. Das ist schön. So, der Kollege ist down. Ja, der. Wo mein Mordlevel sich verdreht hat, ist keine Ahnung, aber okay. Ja, das war natürlich mein Ziel. Oh Gott, das war nicht mein Ziel. Weil der Jagdpanzerjunge kann mich dann schon richtig beleidigen. Ui, hat der verschielt. Gut, dann nutzen wir mal die Gelegenheit und schieß mal ein paar Leuten in den Kopf. In den Turm, meine ich. Weil mein Turm ist ja dringlich, wie auch immer man das sagt. Aber dafür ist halt anderes gefährlich. Ja, der Jagdpanzer 100, der kann mir da schön mal meinen Schirm aufblasen. So. Die Gegner haben ihre Probleme hier mit uns. Ui, das war die Artillerie. Das können wir schön ausatmen. Oh, da kam jemand nicht durch. Da seht ihr, die Panzerung ist wie Gott. Ich glaube, nicht mal mit Gold würde man da durchkommen. Aber das wollen wir ja nicht testen. So, was haben wir denn da alles noch? Die Gegner verziehen sich, einer nach dem anderen. Das ist der Jagdpanzer 100. Ja, mein Geschoss ist ein bisschen zu fett. Deswegen ist es ein bisschen unangenehmer zu treffen. Das war glaube ich Gold. Das kann ich aber schlecht beurteilen. So, den Kollegen block ich mal nicht. Vielleicht stirbt er von Arti, weil ich habe keinen Bock, die Artillerie mal in mein Gesicht zu bekommen. Ah, da hat ihn geschossen. Da haben wir schon mal lockere Spielchen. Ja, die Schwachstelle zu treffen ist unnötig gewesen, ein bisschen. Leider, leider unnötig. So, der K-200 bewegt sich ganz komisch. Habe ihn aber getroffen, das ist schön. Muss natürlich ein bisschen konzentriert spielen hier. So, jetzt übernacht mal auf den Kollegen. Na, ich warte auf mich. Jetzt nicht mehr. Ah, hätte ich den jetzt getötet. Also getroffen, dann wäre er tot. Getötet, dann wäre er tot. Ah, da hinten sehe ich, sieht es nicht so gut aus bei uns in der Base. Schieße ihn einfach mal auf die Seitenteil hier. Dann würde der Deck nicht mal sterben. So.
Die haben vier Mediums, das ist natürlich jetzt eine Sache. Wir fährt dahinter. Ja, der Kollege wird nicht lange überleben. Was haben wir denn? Waffenträger 400? Ich hoffe, das. Nein, das ist denn. Der ist bei uns hier. Der hat Junkie gemacht. Nicht so toll. Ah, das ist noch ein E100. Ja gut, wir sind eh beim Cap. Schon so gut wie. Was mir natürlich nicht gefällt, ist, dass der hier steht. Gefällt natürlich gar keinem. Aber das ist richtig anstrengend, den zu zielen. Das ist echt blöd. Echt blöde Sache, würde ich sagen. Weil gegen so ein Objekt zu kämpfen, macht nicht wirklich Spaß. Bleib mal hier stehen, vielleicht kommt er raus. Ich weiß es nicht. Bin nicht so der Freund davon. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich sehe hier gar nichts. Ich hoffe, dass dabei bleibt. Keine Ahnung, wo der steht. Steht irgendwie voll komisch. 10 Minuten dauert das Match noch. Das heißt, wir haben Zeit, aber unbegrenzt ist hier auch nicht. So. Ist natürlich jetzt spaßig. Da ist er. Das ist natürlich nicht so toll von mir. Ich hab keinen Bock, die Artillerie vollkommen meine. Eieiei. Hat er mich doch getroffen. Das ist nicht, was ich sehr mag. So, ich ziehe mal hier da oben aus. Ja, der verpisst sich. Ach, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf einen Kollegen mit denen hier zu kämpfen. Deswegen gehe ich auch runter. Kette wurde getroffen. Meine Kette ist mir irgendwie wurscht. Wenn ich ehrlich bin. Aber die Artillerie ist mir nicht wurscht. Hat er unnötigen Treffer kassiert, aber naja. Ich hoffe, die Artillerie sieht mich nicht. Ich muss noch hier ums Eck. Und dann bin ich schon sicher. Gut, der Waffenträger 400, die sieht prächtig ziemlich gut aus. In gutem Zustand. Ich fahre kompletten Bogen. Ja, der Kollege kann sich mal schnell abschminken. Mein Geschütz kommt da schon hoch, aber nicht so hoch. Jetzt haben wir den Gleichstand erzielt und das wollte ich gar nicht. Ich dachte, wir haben jetzt voll den Vorteil. Gefällt mir sowas nicht. Ja, die Gegner sind auch gut dabei. Jetzt überholen die uns sogar. Gefällt mir gar nicht sowas. Der Badger zieht sich zurück. Frage nur wieso. Ja, er sieht mich natürlich auf diese Entfernung. Ich meine, ist ja nur logisch. Ein Badger sieht dich immer. Ja, 9-12, wir haben verloren. Was sollen wir da machen? Ich kann auch nicht so genau schießen während der Fahrt. Danke Leute, dass wir das verloren haben wegen euch. Weil ihr könnt ja anscheinend nichts. Ja, das war der Objekt. Der hat es natürlich voll ausgenutzt. Diese Drecksstück Scheiße, das da hinten kämmt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, der hat mich eh an den Eiern. Na, der zieht sich doch ein bisschen zurück, aber die Artillerie hat mich gleich. Bei dem Objekt ist das eigentlich scheißegal. Der wird mich wahrscheinlich noch gleich sehen, aber. Ja, oder der hier wird mich sehen. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben das hier verloren. Ja, ich bin tot. Ich bin richtig tot. Das ist ja mal. Los. Ja, ich habe mich ein bisschen verschrieben, aber damit sie es verstehen. Weil nur wegen den Mediums haben wir verloren. Hätten die das gescheit. Ja, die Medium-Panzer haben das verloren und deswegen konnten wir auch nicht viel machen. Halt blöd sein kann jeder sein, ne? Ja, Lemmings, sagt der eine, das ist kein Lemmings gewesen. Wir müssen ja schließlich gegen die Heavys kämpfen. Man hätte ich mich doch umgedreht, dann hätte es mehr Sinn gemacht. Jetzt habe ich viel Geld verloren, das ist scheiße. Ich hatte 2,9 Millionen, genau 2,9 und jetzt habe ich schon 2,885 und das ist scheiße, Leute. Das ist echt scheiße. Ja, weil der Stream sich nicht anstrengt, wisst ihr? Sie denken, ja, ja, passt schon, Mann. Und dann beschwert sich der eine über ihr Lemmings, aber das ist kein Lemmings gewesen, weil
hat sich irgendwie gut aufgeteilt. Mediums fahren dahin und die Heavys sind da und fertig. Die CDs fahren halt auch bei uns, aber das ist ja klar. Die können doch nicht immer bei den Mediums mitfahren, das ist dann Blödsinn. Natürlich haben wir da verloren. Die müssen einfach nur stehen bleiben und warten. Das war's. Und dann wären wir schon zurückgekommen, weil wir haben gesehen, wir haben geschafft zu pushen. Haben wir alle getötet. Stand 11 zu 5 oder zu 6 oder 7, weiß ich nicht. Aber bestimmt, wir hatten locker 4 Kills Vorteil und dann verrecken die alle nach dem anderen. Und da lassen sie sich vom Objekt abschießen, genauso wie ich. Hab mir halt zwei Schüsse kassieren lassen, aber hätte ich wohl auf die Arti scheißen müssen, aber das tue ich ungern. Ich scheiße sehr ungern auf die Arti. Fahr schneller, wie du bremst ab. Sowas mag ich nicht. Also Leute, wenn mich noch einer blockt oder, also ich meine, jetzt ist ja kein Blocken, ich meine, wenn er mich schubst oder blockt, dann schieße ich auf ihn. Das werdet ihr live miterleben. Damit ihr seht, dass ich den Nerv nicht mehr dazu habe, fair zu spielen, weil wenn die nicht fair spielen, dann spiele ich das auch nicht. Dann spiele ich nicht mit. Ja gut, der hier fährt da hinten rein. Ich hoffe, ich mache keine Fehler hier. Gut, ich bin noch am Leben. Das ist kein großer Fehler. So, mal sehen. Oh, ich muss hier hochfahren. Das habe ich völlig ursprünglich gesehen, wer noch nicht. Weil mich kann eh keiner damagen. Dann komme ich mein Geschütz, wenn ich runter. Hallo Maus. Ja, hallo Maus, sagt sie. Oh, hallo. Ja, und wenn der bei mir durchkommt. Also mit AE. Ja, gut. Mit AE kann er mich mal kreuzförmig. Kreuzförmig, kreuzweise. Soll er wieder kommen? Will er nicht? Kann er doch ruhig machen. Oder weiß er, dass ich da ausziehen will? Mann, das ist Blödsinn. Der schießt nicht auf mich, das ist gut. Es gibt sehr viele Gegner, die sind harte Leute hier. So ein bisschen aufpassen. Hat da wohl nicht gereicht. Ist ja 9-9er. Boah. Und da komme ich halt nicht durch. Ja doch, ich könnte wohl locker vorfahren. Jetzt hat er mich natürlich gedamaged, wie ein Blöder. Schießt er mit HE, wisst ihr? Wisst ihr was, ich hab satt. Da, guck mal da oben, ich verkacke uns einfach mal. Ich meine, wenn ich schon da hochfahre, dann fallen sie sogar auf der falschen Seite. Naja, ja, die machen gar nichts, schaut euch das an, die haben Angst wegen meiner blöden Maus. Solche Noobs, solche Noobs heute. Nur wegen einer blöden einzigen Maus haben die Angst. Was kann die euch schon antun, Mann? Das ist nur eine Maus, Mann. Das kann doch nicht so schlimm sein. Das Schlimmste ist hinter uns eigentlich. Das wird dann bald kommen. Ja, E75, das passt gut. Okay, er kam bei mir in die Spitze durch, ich hielt bei ihm aber nicht. Er hat ihn sogar dran angestellt. Ja, logisch vom Spiel. Ich gebe mir mein besseres und nee. Mein besseres kannst du dir sonst wohl schicken. Das ist echt ein Blödsinn. Ja, mit HE zu schießen kann jeder. Ja, guckt euch das an, wie die... Ah, okay, jetzt seht ihr es. Da oben sieht es nicht so toll aus. 1-5. Ja, ich hab's gesagt. Loop-Team. Schon wieder. Was erwartet man mehr? Alter, habt ihr gesehen, der Querschläger wieder ging? Ja, schaut euch von hinten, kommt Bad-Shit. Die Tortoise macht nichts. Ich bin so gut wie tot. Na, doch, du hast gemacht. Ich muss hier stehen bleiben, weil wegen Kollegen den da. Wir werden einfach nur genatzt, also nicht mal sowas. Ich kann hier durch, ohne zu sterben. Ja, ich werde schon von hinten genatzt. Ja. Ja, ich gehe versterben, 4-10 Leute. Alter Leute! Und ich dachte, ich könnte mit den 10ern spielen. Ich bräuchte dafür mindestens ein Jahr Premium, damit ich auf den 10ern spielen lernen kann. Weil ihr seht ja zu viele Bobs spielen im Spiel. Ach man. Krieg schon die Kopfschmerzen von sowas, Leute.
richtige Kopfschmerzen. Schau ich mir das nochmal an, weil das macht keinen Sinn, jetzt den Cut zu machen. Einfach nur Versage. Ich glaube, ich werde mir wirklich Premium-Tage kaufen, dann nur noch vielleicht 2-3 Wochen nur Let's Play von Tier 10er machen und das dann, weil das ist einfach nur. Das ist schon unter aller Kanone. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen, oder ich weiß nicht, ob ihr es vorstellen könnt, wie anstrengend das ist. Ich will mit meinen Zähnen etwas erreichen und es wird einfach ruiniert, man. Einfach ruiniert. Keine 10 Minuten gespielt, schon verkackt. Das ist. Das Aufregen bringt auch nicht mehr viel. Weil da regt man sich auf, macht man seine Sachen kaputt und das will man ja nicht. Naja. Ich spiele auch nicht aggressiv, ich versuche vorsichtig zu spielen, weil ich habe hier nur 250 Durchschlag. Das heißt, ich komme bei keinem VK4502B durch. Ach, meine Güte. Die Spitze sollte angeblich nur Panzerung haben, aber hat sie nichts anscheinend. Kommt bei mir neuer durch. Gut, er hat die 10er Gun. Hat natürlich mehr Durchschlag als ich, aber trotzdem. Aber trotzdem, Leute, aber trotzdem. Ich wünsche sogar, die würden die Panzer Genauigkeit geben, weil er ist schnell, aber nicht genau. Zwar schon, doch, er ist schon genau, aber wenn man dann halt genau schießen will, dann schießt er halt nicht genau. Genau das Gegenteil macht er dann. Das ist halt nicht so toll. So, mal sehen, wie viele auf den Berg fahren. Die Mediums müssen eigentlich gleich verstehen, Berg, fertig. Die sehen, die sind eh in der Überzahl. Zwar 5, ja, die haben 5 auch. Ja, seht ihr, die fahren da auch alle dahin. Einzige Verstärkung ist der E75. Hoffentlich ist eine gute Verstärkung. Keine Gun Depression habe ich. Da kommt einer. Muss ich kurz zurückziehen. Weil ich brauche Sicht. Nee, bleib stehen, Kollege, bleib stehen, bleib stehen. Das bringt dir gar nichts zu sagen. Durch, weil das macht Sinn. Das hat er kassiert. Da ist ein VKB. Ein richtiger Kerl. Ja, seht ihr, ich komme in meinem Geschütz nicht runter. Kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Ich kann ja gar nicht viel machen. Gut, wir haben den Berg erobert, also schon mal Vorteil für uns. Aber es ist sehr traurig. Ich meine es ernst, das ist schon unter aller Kanone. Keine Gun Depression, Mann. Gibt doch mit dem Panzer etwas. Panzerung hat er. Halbwegs. So würde ich so sagen auf Deutsch. Halbwegs hat er Panzerung. So, schön, dass du deinen Turm weggedreht hast. Weil da können wir ein bisschen damage, ne? 4-0. Sieht nicht so schlimm aus. So, der Kollege schaut wieder auf uns. Die Artillerie weiß ich nicht, wo die Fokus hat. Aber die geht mir im Moment am A vorbei, weil solange die uns nicht abschießt, ist alles cool. Zoe 100, hallo. Ja, dich habe ich noch getroffen. Mann, mein Rohr ist schon so fett, Alter, dass manchmal muss man extra irgendwie 20 cm Abstand halten. Oh, hallo. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Vielleicht triffst du den da hinten. Oder tötest ihn gleich. 5-0. Ja, vielleicht kann es noch was werden. Das hoffe ich sehr. Da hinten ist er? Nein. Da hinten ist er nicht. Oh, der E100 kämpft, ja. Ja, komm, mach das. Okay. Oh. Mein Panzer sagt, was willst du da versuchen? Und ich sage so, ja. Ich will doch nur was versuchen. Ich will doch nur spielen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Dann, wenn er mir noch nicht Hammerrad gegeben hat, freue ich mich. Gut. Da steht auch so schön gewinkelt. Da kann man seine Viren. Wir haben sie nicht. Ja, natürlich ist es zu winkelig für den. Ah, sei ruhig. Zieh dich zurück von mir. Zieh dich zurück von mir. So, ja, sieht nach einem klaren Sieg aus jetzt.
Jetzt bin ich mir sicher, dass sie gewinnen, weil das war nicht ausreichend für mich. Man weiß ja nie. Also ich mal schnell den M103. Wenn ich mir den erlaubt. Nein, das erlaubt es mir nicht mal. Geiles Spiel. Liebe dich dafür, dass du es mir nicht mal erlaubst. Ach man, ich hasse sowas. Der hat eigentlich gar keine Winkel. Ja. Er sieht er mich, weil mich wieder manchmal getroffen hat. Ja, das ist die Artillerie. Da rede ich wohl nichts über dich. Die Artillerie ist eh so ein. Ja, Gegner. Na gut. Haben wir doch jetzt noch einen Sieg rausgeholt, aber das hat mich nicht wirklich ein bisschen glücklich gemacht. Ich will echt kein Gold ausgeben, aber also Geld für das Spiel ausgeben, aber ich würde mir echt Premium-Tage holen und dann einfach nur mit den 10ern suchten. So fahre ich überhaupt so weit. Der Kollege steht hier schon auf dem Präsentierteller. Wohl mich ganz. Ja, ist egal, er ist tot. 15-2 haben wir gewonnen. Das ist gut, weil sie den Berg eingenommen haben. Für unter 5 Minuten haben wir gewonnen. Ja gut, das war easy peasy. Aber ich bin nicht wirklich zufrieden. Naja, gut, immerhin etwas. Ja, guckt euch das an, ich habe nicht mal was reißen können. 11.000 Credits haben wir zurückbekommen, schon mal etwas. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei einem weiteren WoT Gutes Match Replay wieder. Ciao!